Jo Leute, willkommen zu einem neuen kurzen Video hier auf meinem Kanal und wir sehen schon, die Season 8 ist da, wir sind hier im Hauptbildschirm und es sieht unfassbar krass aus. Wir schauen uns mal direkt den Battle Pass an. Wir sehen hier, ich werde mir direkt mal holen, wir haben hier den kostenlosen Battle Pass und den löse ich direkt mal ein, zack, und einlösen. Da haben wir den kostenlosen Battle Pass, den konnten wir uns ja erspielen und wir haben jetzt hier den neuen Battle Pass. Ich bin echt mega gehypt auf die neue Season und hier sehen wir schon die ersten beiden neuen Skins, beide legendär, die kann man dann beide wieder hochspielen. Und wir gehen direkt weiter, holen uns direkt mal alles hier. So, und jetzt schauen wir uns mal direkt mal alles an. Das sind wie gesagt die beiden neuen Skins. Und die gibt es scheinbar auch in 11 Stufen. Okay, das ist echt verdammt krass. Und mal schauen, wie deine höchste Stufe aussieht. Mal schauen. Und das ist auf jeden Fall das Maximum. Gehen wir direkt zu den nächsten Skins hier. Auch der Skin hat mehrere Stile, insgesamt 10 Stück. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal direkt alles durch. Hier sehen wir ein Rückenteil Cobra. Okay, eine Schlange also. Verdammt cool. So. Hier ist nichts Besonderes, direkt weiter. Hier ist der nächste Skin und zwar Klapperschlange. Auch verdammt heftig. Ebenfalls in so einem Schlangenlook. Okay, das heißt, die Season 8 hat schon mal viel mit Schlangen zu tun. So, direkt weiter hier. Mode hier, Konga. Hier gibt es auch sogar eine Lackierung, zwar Treibholz. Okay, interessant. Ich drücke mal kurz auf X. Okay, hier sehen wir schon direkt eine neue Waffe. So, okay, ich muss sagen, die Lackierung sieht verdammt heftig aus. Gehen wir mal direkt mal weiter. Ich will auf jeden Fall alles mal ganz kurz zeigen. Neue Hacke, Schlangenbiss. Was haben wir hier noch? Flugspuren. Okay, dann Hund. Okay, der sieht auch lustig aus. Ja, ansonsten hier noch ein Skin, Charlie. Das ist ein Bananenskin. Ganz lustig. Und hier ist noch ein Emote und zwar lahme Nummer. Okay. Ja, gehen wir direkt weiter. Noch eine neue Hacke, Spitzschlüssel. Okay, die sieht ein bisschen komisch aus. Hat aber was mit dem Schlüssel zu tun. Ja, hier ist noch ein Rückenteil, Schlawiner. Auch ein Hund, der sieht immer verdammt lustig aus. Das sieht eher aus wie so ein Fuchs, muss ich sagen. Okay, verdammt cool. Gehen wir direkt weiter. Hier sehen wir noch eine Emote, Nana Nana. Ja, man sieht schon, der geht hier ab. Und hier gibt es noch eine Lackierung, und zwar Drachenschuppen. Und das sind solche Schuppen hier. Auch hier zeige ich es mal auf den Waffen. Sieht auch mega nice aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, bis jetzt gefällt mir die Season mega gut. Hier ist noch ein Rückenteil. Ist auch wieder so ein Fuchs, würde ich mal sagen. Auch verdammt cool. Und hier ist der nächste Skin, Ember. Und die sieht ja mal heftig aus. Okay, da muss ich sagen, der Skin sieht auf den ersten Blick mega krass aus. Erst recht wegen diesen Händen hier. Verdammt nice. So, gehen wir direkt weiter. Hier gibt es noch einen Hellengleiter. Und der sieht auch nice aus. Ja, ist ja auch in so einem, ich sag jetzt mal, Piratenlook. Hier gibt es noch Lackierung Tigerstreifen. Okay. Oh, 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 oh. Die sieht nice aus. Das gefällt mir. So, nächste Seite. Noch ein Rückenteil. Noch ein Hund hier. Der ist aus Gold diesmal. Und hier ist noch ein Skin Meisterschlüssel. Okay, hat auch freischaltbare Stile. Wir sind fast auf der letzten Seite. Auf jeden Fall gibt es hier auch nochmal einen Rückenteil. Nochmal Schlawiner. Und hier sehen wir noch eine Emote. Okay, ein epischer Tanz, der hat hier so einen Reifen, der macht hier die geilsten Moves, sieht einfach mega heftig aus. Und jetzt Leute, kommen wir zur letzten Seite, da sehen wir dann den Level 100er Skin, ich bin echt gespannt, was jetzt kommt. Oh shit, das ist der Level 100er Skin, Blingarella, auch wieder in mehreren Stilen verfügbar und im letzten sieht er hier so aus, goldene Hose, okay, sieht nice aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auf jeden Fall ist das hier der Level 100 Skin und hier gibt es sogar noch einen weiteren Skin davor und zwar Schlüsselmeister. Der sieht sogar ein bisschen krasser aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man sieht hier auch so ein verdecktes Gesicht mit so einem Tiger, Löwe, was auch immer. Sieht auch verdammt heftig aus. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die Season an sich gefällt mir bis jetzt schon mal mega gut von den Items her. Hier ist auch nochmal eine Lackierung, Edelstein, sieht auch heftig aus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Lackierungen sind mega gut gelungen. Auf jeden Fall sind das hier die ganzen neuen Skins hier und die ganzen Items. Ich wollte die mal ganz kurz gezeigt haben, beziehungsweise die wichtigsten Sachen. Ich denke mal, ich habe hier nichts Wichtiges übersehen. Falls doch, dann tut es mir leid. Ich kann aber ganz kurz hier ein bisschen was zeigen. Hier noch ein Rückenteil. Ich denke mal, das Wichtigste habe ich aber gezeigt. Und ja, das ist der neue Battle Pass. Den wollte ich unbedingt gezeigt haben. Ich bin echt mega gehypt auf die Season. Ich werde gleich direkt mal die Aufgaben hier ein bisschen durchspielen. Und auf jeden Fall ist das hier die neue Season. Mega, mega heftig. Es gibt sehr viele neue Sachen. Und ich zeige nochmal ganz kurz hier den Shop. Hier hat sich nicht viel getan, außer hier gibt es ein neues Emote, sehe ich sogar. Fernglas. Ja, der stellt sich auf so einen Kasten und packt hier sein Fernrohr aus. Sieht eigentlich ganz lustig aus.
Ja, es hat sich wohl doch ein bisschen mehr getan, als ich dachte. Der Shop wurde halt komplett neu gemacht hier. Man sieht hier sogar eine neue Hacke, und zwar Stiefelstange. Hier zeige ich mal den Ton. Und dann gibt es noch einen Gleiter fliegende Korallen. Und auf jeden Fall ist das hier neu im Shop heute. Und hier sehen wir nochmal den Fischstäbchen-Skin. Den kann man jetzt sogar anpassen, wie ich hier sehe. Und es gibt einen Rückenteil. Okay. Okay, so sieht er in der zweiten Phase aus. Ja, ganz kurz hier gezeigt, was im Shop ist. Und auf jeden Fall ist es hier die neue Season. Einfach nur mega, mega heftig. Wenn ihr nichts zur Season 8 verpassen wollt, dann abonniert natürlich gerne. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video.